Guten Abend. Ich nehme an, man kann uns hören und sehen. Also zumindest kann ich uns schon mal jetzt hier auf dem iPad sehen. Das ist gut. Und der Ingo Ramrath hat gleich mal schön hier ein paar Abos reingeballert. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank. Wahnsinn. Ich habe eine progressive Frage an die beiden Experten. Wenn wir, es ist nur eine Frage, oder wir, ihr könnt es auch verkürzen, ich sag's nur, wir könnten das Blitzlicht entweder weglassen oder kürzen, um mehr Fragen zu beantworten. Ja, ich hatte auch schon gedacht, wir müssen es kürzen oder vielleicht, ja, Alexander, sag du, was meinst du? Mir ist alles recht, mir geht's gut, ich bin müde, ich brauche Urlaub, aber sonst bin ich glücklich. Sophia? Bei mir ist alles wie immer scheiß Kack, Post-Covid-Dreck. Aber jetzt ist schön, dass ich das hier machen kann. Geht mal auch kurz. Also ich weiß gar nicht, warum wir da immer so lange brauchen. Tommy, ja, du bist überarbeitet und müde und... Nee, ich habe, also bei mir ist es auch relativ kurz. Ich komme nicht dazu, Ghostsitter zu schreiben, weil dauernd tausend andere Sachen sind. Und wenn man dann noch in die Stadt reinfahren muss, um eine fucking Unterschrift unter einen Bankzettel zu schreiben in der heutigen Zeit, wo 2,5 Stunden draufgehen und das dann schon den Kamm schwillen lässt, dann sollte man vielleicht in Therapie gehen. Nee, ich rudere seit 3 Tagen, das finde ich toll. Ich rudere seit, Sophia, bestätige es, ich rudere seit 3 Tagen. Ja. Und ich bin sehr beeindruckt und lobe dich ständig dafür. Ja. Gibt es denn schon eine Frage oder möchtest du noch ein bisschen Rudern sprechen? Wir hätten das vielleicht auch besser anmoderieren sollen, denn natürlich sind die Menschen im Chat gewohnt, dass da jetzt erstmal noch keine Fragen kommen, sondern Blitzlichter. Genau, genau. Es kommen ein paar, aber es kommt von Ziegenrotkirchen. Mein Mann rudert auch. Sehr gut. Genau. Na dann. Ich ruder seit einem halben Jahr. Sippe die Bebop schreibt, blitzig zum Mittel, kurz vor den Feiertagen, Schimmel in der Bude und eine nasse Wand entdeckt. Schon sind die meisten Handwerker, zu Recht, im Urlaub. Bin trotzdem guter Dinge, weil Frau Bieber und ich gut zusammenspielen, überzeugte, das in den Griff zu bekommen. Davon bin ich auch überzeugt. Das ist super. Spiel dem Stress einfach was auf der Gitarre vor. Nicht, dass er dann weggeht davon, das meine ich damit eigentlich gar nicht. Das klingt jetzt so, ne, als wäre es scheiß Gitarrenspiel. Nein, du kannst offensichtlich viel besser spielen als ich. Das habe ich sogar schon gesehen, als ich nur dein Video angeguckt habe und du einfach, ohne hinzugucken, das nachgespielt hast, was ich... Das war sehr deprimierend. Okay, Mimbutski, Blitzlicht, vor Weihnachtsstress mit Pralinen selbst machen. Ich freue mich gerade mal eine Weile zu sitzen. Im Haus sind alle immer noch erkältet. Ich trage keine Pralinen machen, Maske. So, Weihnachtsstress und so weiter. It's all champagne. Mit Pain hinten, wie Schmerz. Happy, weil heute im Tattoo-Studio gewesen, morgen habe ich auch noch Urlaub, freue mich aufs neue Jahr. Riese mit dem Traktor, Blitzlicht, Tag anstrengend, Mann mit Depressionen, anstrengend alles. Alles klar. Sandra baut Lego, hat einen sehr guten Alias und schreibt, ich habe noch 2 To-Dos, Geschenke einpacken und Vanillekipferl backen, aber die Vanillekipferl kann ich auch nach Weihnachten backen, denke ich. Das denke ich auch. Ich mache mal los mit der ersten Frage. Denn wir haben, ja, aus Rücksicht auf meine Gattin, gesagt, wir werden auch hier versuchen, nach einer Stunde auch gegen ihren Willen das zu beenden. Ich habe direkt davor schon gesagt, vielleicht ja auch 15:15. Ja, ja. Je nachdem. Da habe ich aber schon nicht mehr zugehört. Da schauen wir mal. Also. Das sehen wir dann. Ich habe vorab... Breche ich auf noch 30 Minuten zusammen, dann ist es auch vorbei. Oder ich auch nicht. Das stimmt. Vorab eine Frage geschickt bekommen, die lese ich mal vor. Ich weiß jetzt nicht, ich nehme an, wenn da steht, das Alias steht, dann darf ich es auch vorlesen, oder? Ja. Lass es doch einfach weg. Lass es doch einfach weg. Ich lasse es weg. Also, ich habe den Verdacht darauf, Autistin zu sein und dieser Punkt kommt in verschiedenen Situationen im Alltag immer wieder auf. Dafür würde ich gerne Diagnose einholen, um es sicher zu wissen und vielleicht auch besser an Support oder Accommodations zu kommen, wenn ich diese während des Studiums brauche. Jetzt ist allerdings meine große Befürchtung, dass mir eine solche Diagnose große Steine für meinen gewünschten Beruf in den Weg legt, denn... Mein aktueller Plan ist, im nächsten Jahr mein Psychologiestudium zu beginnen, um mich dann im Master auf Rechtspsychologie zu spezialisieren und im Bereich zu arbeiten, könnte ich mir zum Beispiel Gutachterin vorstellen. Eine Diagnose liegt mir am Herzen, sie wäre es mir aber nicht wert, wenn ich mir damit die Chancen auf das Berufsfeld verbaue. Daher, Verzeihung, die Frage nach eurer Einschätzung, ob mir eine solche offizielle Diagnose die Arbeit als Rechtspsychologin und die Anerkennung meiner Kompetenz stark erschwert oder das eher kein Thema in dem Bereich ist. Ich erwarte natürlich keine Garantie, aber von außen ist es so schwer einzuschätzen, wie Menschen und Berufsgruppen oder offizielle Stelle darauf reagieren könnten. An mir selbst ändert die Diagnose nichts. Ich bleibe ja, wie ich bin, das ist schon mal gut. Egal, ob ich das Label habe oder nicht, aber die Außenwahrnehmung kann ja nur durch so ein Label anders sein. Vielen Dank, ich selbst kann nicht anwesend sein, daher kann ich auch keine Rückfragen beantworten.
Also mein erster Impuls wäre zu sagen, das weiß ich nicht. Dann habe ich aber einen Moment darüber nachgedacht und festgestellt, du weißt alles. Dass, ja, richtig, dass eine solche Diagnose in diesem Kontext gar keine Rolle spielt, weil die Menschen, für die du da Gutachten schreibst, von dieser Diagnose niemals erfahren werden. Dürfen. Alle Störungen psychischer Natur, die diagnostiziert werden, die Probleme machen, werden dann relevant, wenn man verbeamtet wird und einen Beamtenstatus bekommt, weil da wird nochmal sehr genau geprüft, dass da keine chronischen Erkrankungen und andere Dinge vorliegen. Darüber kann man auch streiten, ob jemand, der einmal in seinem Leben die Diagnose einer Depression hatte, noch verbeamtet werden sollte oder nicht. Das sehe ich eigentlich nicht als Hinderungsgrund, aber da kann sowas Schwierigkeiten machen. Aber als Gutachterin vor Gericht weiß ja niemand von diesen Diagnosen, zum Glück, weil wir natürlich im deutschen Gesundheitswesen sowas nicht öffentlich machen. Und insofern würde ich da zunächst mal gar kein Problem sein, würde trotzdem noch mal raten, vielleicht bei einem betroffenen Verband, das vielleicht auch nochmal zu thematisieren, da vielleicht mal in ein Forum zu schauen oder sogar, es gibt ja auch inzwischen so Informationsstellen und Gruppierungen im Netz, wo man mal nachfragen kann, kann man ja auch anonym eine E-Mail hinschreiben, das mal erfragen, aber ich kann mir da in dieser Konstellation gar keine Schwierigkeiten vorstellen mit der Diagnose, wäre meine Antwort auf die Frage. Ja, also da ich ja als Gutachterin gearbeitet habe, fühle ich mich da kompetent, dir zu sagen, genau das, was Alexander sagt, wenn du nicht den Richt, also du wirst ja von Gericht beauftragt als Sachverständige. Das heißt, wenn du jetzt zu den Richtern gehst, wenn du dich da vorstellst und sagst, hier, ich wäre bereit, Gutachten zu machen, und sagst das denen, dann wissen die das. Wenn du das denen nicht sagst, dann wissen die das nicht. Und also diese Diagnose geht letztendlich niemanden was an, außer dich. Jetzt weiß ich nicht, ob du das Gefühl hast, du müsstest es sagen. Also vielleicht zielte die Frage ja jetzt auch so ein bisschen darauf ab. Und da kann ich dir sagen, nein. Wenn du diese, also ne, mach erstmal das Studium, mach die Ausbildung und schau mal, ob Rechtspsychologie überhaupt was für dich ist. Und wenn du dann feststellst, ja, das ist was für mich und dich da weiter fortbildest und feststellst, ich kann das auch gut und das ist in Ordnung, warum solltest du dir dann quasi selber einen Stein in den Weg legen und sagen, ich habe die und die Diagnose? Ich wüsste da keinen Grund dafür. Vielleicht ist man sogar besser, wenn man so bestimmte... Also das... Das ist, nee, also das fände ich jetzt auch ein bisschen seltsam, das so zu formulieren. Aber war's auch, natürlich. Nein, schau einfach, ob das für dich passt oder nicht. Und die Diagnose, die geht nur dich was an. Und wenn du aber für dich das Gefühl hast, ich habe da irgendwie Defizite und meine, dass die mich in der Arbeit behindern, dann ist es natürlich was anderes, dann suchst du dir einen anderen Bereich oder so. Also es gibt ja in Rechtspsychologie gibt es ja auch ganz, ganz viele Bereiche. Aber du bist, vielleicht zielte die Frage auch darauf ab, natürlich nicht verpflichtet, das zu sagen. Also vielleicht war das jetzt irgendwie in deinem Kopf, dass du geglaubt hast, du müsstest es irgendwie offen machen, wenn du dich als Sachverständige bei irgendeinem Gericht bewirbst. Das musst du nicht. Als Sachverständige geht es nur um deine Sachkenntnis und wie gut du die in ein Gutachten packen kannst und wie gut du diese Gutachten machst. Das ist alles, was da jemanden interessiert. Wie bei jedem anderen Menschen auch. Genau. So. Ja, genau. Und es gibt eben auch keinen Weg, wo ein Arbeitgeber diese Informationen einsehen darf. Also genau. Wie gesagt, außerhalb vom Beamtenstatus, aber das ist man daher nicht. Mhm. Und ich will das auch noch mal einmal sagen, das hast du nicht so gemeint, ich will es aber einmal noch unterstreichen, es muss ja gar kein Defizit sein, sondern es kann ja einfach sein, dass man das Gefühl hat, irgendwie bin ich vielleicht ein bisschen anders als andere. Und wenn man dann eine Diagnose bekommt, kann man sagen, jetzt weiß ich das, dann kann ich das auch annehmen, kann damit gut umgehen. Das muss ja noch nicht mal ein Defizit sein, aber... Das hatte ich eigentlich so in der Art gemeint. Aber, ja, ich glaube, so habe ich es auch verstanden. Danke. Ja. Elwood Blues hat übrigens geschrieben, seine Frau ist krank. An dieser Stelle hier, schleunige Besserung. Besserung und Happy Whisky-Zimmer. So, Lesensfreude. Hallo Lesensfreude. Mein Weihnachten wird dieses Jahr wohl ein bisschen schwieriger. Erstens ist das erste Weihnachten ohne meinen Großvater. Zweitens bin ich diese Woche krank geworden und kann jetzt eventuell nicht zu meiner Familie fahren. Ich werde es aber trotzdem schaffen, schöne Momente zu haben und da kommt meine Frage.
Wie schaffe ich es, den Fokus auf den schönen Momenten zu haben, anstatt dem Weihnachten nachzutrauern, das ich haben könnte? Ich weiß sehr genau, was du meinst. Nicht, dass es jetzt bei mir zutreffen würde, diesmal oder auch in den letzten Jahren überhaupt nicht, aber ich weiß sehr genau, was du meinst. Fokus auf den schönen Momenten, anstatt dem Weihnachten nachzutrauern, das ich haben könnte. Mein erster Impuls war, ich finde es völlig okay, dem Weihnachten, das du hättest haben können oder das du dir gewünscht hast, auch für einen Moment nachzutrauern. Also ich glaube, mein erster Gedanke wäre, versuch das nicht. Also Fokus auf schöne Momente und es im Ganzen schön haben zu wollen, finde ich absolut richtig und erstrebenswert. Aber ich finde es auch völlig okay und nachvollziehbar und vielleicht sogar wichtig, dass du an dem Tag dir Zeit nimmst und vielleicht auch einfach mal traurig bist oder keine Ahnung, mit jemandem telefonierst, wo du dich mal ausheulen kannst oder so, weil es ist ja auch traurig. Also es ist zum einen, ist es immer schwierig an Weihnachten, wenn eine geliebte Person fehlt und gerade wenn die das erste Mal fehlt, weil man da noch irgendwie keine Routine hat, wie gehe ich denn damit um? Wobei ich sagen muss, also ich habe das dieses Jahr in der Vorweihnachtszeit ganz, ganz extrem, dass mir mein Vater wahnsinnig fehlt und der ist 2006 gestorben. Also das, ne, zum, manchmal kommt das dann einfach auch nochmal wieder. Das muss jetzt nicht unbedingt beim ersten Mal so schlimm sein. Und ich finde es auch okay, sich zu sagen, ja, ich hätte mir das jetzt anders gewünscht und so ist es jetzt nicht. Und weiß ich nicht, ich glaube, ich bräuchte das, um mich auch ein bisschen so zu verabschieden von dem Weihnachten, was ich jetzt mir eigentlich gewünscht habe und dann zu sagen, okay, das ist jetzt traurig. Und jetzt gucke ich, was habe ich denn? Und wie kann ich es mir denn schön machen? Und da hat Alexander jetzt bestimmt ganz viele Ideen, wie man es sich schön machen kann. Ja, ich alles, was du sagst, und dann ist es aber auch so, finde ich, kann das sagen, dass man auch dann sich dann, wenn man getrauert hat und wenn man gesagt hat, das habe ich jetzt alles nicht, damit es einem vielleicht ein bisschen besser geht, kann man sich aber auch an die Dinge erinnern, die vielleicht auch nerven in so einem familiären Weihnachtsfest. Es gibt ja auch immer Sachen, wo man sagt, ach ja, das ist zwar alles total schön, aber ach, dieses Abendessen und die Gespräche am Abendesstisch, die sind immer so nervig. Und dann kommt immer, willst du wirklich nochmal Kartoffeln nach? Also irgendwas ist immer auch schwierig. Es ist ja nie etwas 100% schön. Es ist niemals etwas 100% schlimm. Hoffentlich. Aber dass man sich dann diese Momente rausgreift und sich auch daran erinnert. Und dann kann man sich nämlich sagen, guck mal, das habe ich dieses Jahr nicht. Das finde ich einen sehr, sehr guten Gedanken. Ja. Und was man machen kann und sollte, finde ich, wenn man das hat, man kann ja jetzt sozusagen das Erste, das ist ja jetzt quasi eine Premiere. Du hast einen völligen Gestaltungsspielraum. Du kannst alles machen, was vielleicht sonst Weihnachten nicht ging. Also Filme, auf die sonst keiner Bock hatte, den gucken und zelebrieren. Und dann mit Popcorn, wenn die Gesundheit, du hast ja geschrieben, dass du krank bist, hoffentlich so kannst du dich irgendwie ein bisschen mit Lebensmitteln eindecken, dass man sich ein Popcorn macht oder was auch immer. Und dann solche Dinge zelebriert und dann ganz bewusst sagt, das ist das erste Mal, dass ich an Weihnachten machen kann. Und wer weiß, ob es da Dinge gibt, die dir dann sogar richtig viel Freude machen, aus denen du für dich, wie auch immer, gerade vielleicht sogar eine Tradition machst und dann sagst du, ich muss jetzt nicht mehr die Tradition. Ab jetzt Weihnachten wird Weihnachten immer alleine gefeiert. Naja, muss ja nicht, aber irgendwas aus diesem Bereich kann jetzt zu einer neuen Tradition werden, weil Weihnachten ist ja, das habe ich realisiert, als ich dann das erste Mal mit einer Partnerin in eine andere Familie reingeguckt habe und festgestellt, ach, Weihnachten ist auch ganz anders. Das ist ja gar nicht immer so, wie ich es seit 20 Jahren kenne, sondern das kann auch anders sein. Und die machen das so und die machen das so. Und man kann ja gucken, ob man da die besten Elemente von den Dingen, die einem gut gefallen, dann versucht mitzunehmen. Auch das ist ja eine Gelegenheit. Und ich würde da jetzt bei aller Traurigkeit, das ist natürlich sehr gut nachvollziehbar, auch so ein bisschen die Chance sehen, jetzt kann ich mal komplett und total egoistisch diese Tage verbringen und ich das von dir kommt. Und immer diesen Schlafanzug anhaben und zum so eine Beispiel. Gesichtsmaske im Gesicht. Was mir jetzt gerade eingefallen ist, während du das alles ausgeführt hast, was ich hundertprozentig unterstreiche, ist, ich weiß, das ist ganz, ganz schwierig, aber vielleicht kann man es auch schaffen, Weihnachten nicht so wichtig zu nehmen. Ja, das stimmt. Das ist super schwer, ich weiß das.
Aber auch die Möglichkeit besteht. Ja. Dass, also ich fand das unfassbar entlastend, als ich mal ein Silvester hatte, wo einfach, also mein Mann hat am Theater gearbeitet, mein Ex-Mann, und hat am Theater gearbeitet, war also nicht da, hatte eine Vorstellung. Meine Kinder waren noch so klein, dass sie gar nicht kapiert haben, dass Silvester ist. Das heißt, ich war mit den Kindern alleine und musste gar nicht Silvester feiern und fand das so toll. Und war total. Jetzt ist Silvester was anderes als Weihnachten, das ist ja, völlig klar. Aber ich fand, ich wäre da jetzt selbst wahrscheinlich gar nicht auf die Idee gekommen. Aber dadurch, dass die Situation dann so war, fand ich das so entlastend, dass ich jetzt nicht bis 12 Uhr wach sein muss und einfach so tun kann, als wäre es ein Tag wie jeder andere. Mhm. Ja, also das ist jetzt ein Extrembeispiel. Ich weiß, dass das für Weihnachten nicht so funktioniert. Aber trotzdem habt es vielleicht im Hinterkopf, es ist, man kann es, man kann auch versuchen, es nicht ganz so wichtig zu nehmen oder nicht so ernst zu nehmen oder so. Ja, außer man ist Tommy, dann geht es natürlich nicht. Dann muss man das also ernst und wichtig nehmen. Ich lese mal was Nettes vor. Also nicht, okay, dass das andere unnett war per se, sondern einfach etwas, was tatsächlich einfach da steht, weil es nett ist. Und zwar von idealerweise. Ich wollte nur Danke sagen. Ihr habt mir im Sommer geraten, für meine 15-Jährige professionelle Hilfe zu suchen. Wir haben eine super nette Therapeutin mit zwei süßen Therapiehunden gefunden über das diakonische Werk, wie meine Tochter sieht, also im Sinne von wahrnimmt, und wunderbar zuhören kann und Hilfe geben kann. Die Ängste und Panikattacken meiner Tochter sind beherrschbar geworden. Sie ist echt stabiler geworden. Danke für den Schubs zum Hilfe holen. Ihr seid toll. Herz-Emoji. Das ist so, so schön. Vielen, vielen Dank für diese Info. Und mit Therapiehunden. Das ist, ja, das ist einfach so toll, wenn ihr uns dann Rückmeldungen gebt und die dann auch noch so positiv ist. Super. Vielen, vielen Dank und weiterhin alles Gute. Genau. Genau das. Ach, das ist wirklich schön. Ja. Wenn das funktioniert. Oder kommt. Moment, ich würde. Okay. Ist der Chat explodiert? Ja, ist, es sind relativ viele. Während dem letzten sind relativ viele Fragen reingekommen. Oh Gott, das habe ich noch nie erlebt, dass du so. Naja, weil wenn ich mich dann verscrolle und dann nicht ganz zurückgehe, dann kann es ja sein, dass ich vielleicht was übersehe. Lady Butterfly 84, hallo. Mir geht es momentan ziemlich mies wegen der Depression, davon wissen wir ja. Jetzt hat meine neue Therapeutin auch den Verdacht, ich könnte ADHS haben. Das hat bei mir ziemlich eingeschlagen und ich war sehr fertig mit diesem Gedanken. Ich informiere mich jetzt die ganze Zeit und wüsste gerne, ob es einen guten Test online gibt zum Überbrücken, bis ich weiß, ob es wirklich so ist. Ich glaube, das ist eine tolle Frage, weil das ja mehrere Leute immer wieder so oder so ähnlich sagen. Kann ich irgendwo online rausfinden, bin ich im autistischen Spektrum, bin ich das? Was sagt ihr denn dazu? Kann sie, soll sie? Soll sie das Internet ausmachen? Ich würde die Frage zunächst mal so beantworten. Es könnte sein, dass es so einen Test gibt. Ich kenne ihn nicht. Ich würde behaupten, dass es nichts Seriöses gibt, was man alleine im Internet machen kann, gerade in dem Bereich, weil das sehr, sehr komplex in der Diagnostik ist, wenn sie anständig gemacht wird mit ADHS. Und der, also insofern, vielleicht tust du dir gar keinen Gefallen damit, dass du das jetzt irgendwie überbrücken willst. Und der weitere Gedanke, der mir so gekommen ist, auch wenn ADHS definitiv nicht mein Spezialgebiet ist, ist der Gedanke, vielleicht ist das, du hast jetzt gesagt, das hat eingeschlagen bei dir, diese Verdachtsdiagnose, so nennt man das ja. Vielleicht muss das aber gar nicht einschlagen, sondern vielleicht ist das total hilfreich. Denn wenn man jetzt sagt, die Depression ist so eine Ausprägung, eine Symptomatik einer zugrunde liegenden ADHS-Störung oder Symptomatik, dann kann man vielleicht die Depression auch besser behandeln, wenn man sieht, dass da noch was anderes mit reinspielt. Und dann kann man insgesamt die Therapie umgestalten und das viel zielführender gestalten. Das heißt, so etwas kann immer auch eine gute Chance und eine große Chance sein, den gewünschten Zustand, nämlich nicht depressiv zu sein und stabil emotional das eigene Leben bewältigen zu können und teilzunehmen am Leben, das kann ganz hilfreich sein.
dass jetzt so ein Schwebezustand ganz unangenehm ist und schwer auszuhalten ist, da bin ich völlig bei dir. Und das würde ich, jetzt ist jetzt wahrscheinlich über Weihnachten hast du auch keine Therapiestunden, das würde ich auf jeden Fall nochmal mit deiner Therapeutin dann besprechen, was das mit dir gemacht hat. Also das kannst du ja zum Thema auch der nächsten Session, die ihr habt, sofort machen, dass du sagst, das hat mich jetzt mehr mitgenommen, als ich gedacht habe, was machen wir denn damit, was kann ich damit machen, wie können wir das beschleunigen, dass wir das rausbekommen. Das wäre mein Ratschlag jetzt unmittelbar, aber ich würde jetzt nicht über die Feiertage im Internet Tests machen, von denen man die Seriosität überhaupt nicht einschätzen kann. Und dann machst du dich nur noch mehr kaputt, nicht kaputt, verrückt, wollte ich sagen, also mehr verrückt, weil du dann irgendwelche komischen Testergebnisse hast, die aber überhaupt nicht verlässlich sind. Also das bitte bleiben lassen. Ich kann es aber so verstehen irgendwie. Auch. Ja. Aber genau, versuch es zu lassen und bitte auch Menschen im Chat, die ADHS haben oder sich sehr gut damit auskennen, bitte versucht euch da auch jetzt zurückzuhalten. Einfach, weil ihr keine Fachleute seid. Und ja, das, was Alexander sagt, der Schwebezustand, das ist tatsächlich, das ist wirklich immer was, was unangenehm ist und wo man jetzt einfach schnell wissen will. Ich kann dir aber vielleicht ein bisschen Entlastung geben in Form von, es ist nicht so, dass jetzt was schlimm versäumt wird, wenn es jetzt noch ein paar Wochen dauert. Mhm. Ja, also ja, das, guter Hinweis. Da musst du keine Sorge haben. Ich weiß, du willst es jetzt wissen, das ist überhaupt gar keine Frage und das ist völlig verständlich. Da kann ich dir einfach nur sagen, bitte, bitte hab Geduld und freu dich, dass du eine Therapeutin hast, die so genau hinschaut und die sagt, das könnte sein. Das heißt ja noch nicht, dass es so ist. Weißt du, sie hat ja auch nur gesagt, es könnte sein. Wir gucken da mal hin. Vielleicht ist es ja auch gar nicht so. Aber ich finde super, dass da jemand ist, der so genau hinschaut und sagt, da sollten wir hingucken und das eventuell ausschließen oder bestätigen und dann entsprechend die Therapie anpassen. Hm. Also vielleicht versuchst du den Fokus irgendwie ein bisschen dahin zu rutschen und ja, atme durch. Das hat keine Eile, außer dein Gefühl, das was Eile hat. Und das ja, würde ich jetzt gerne wegzaubern. Da können wir jetzt nichts Hilfreiches sagen, glaube ich. Dann zitiere ich Resi Mündrakta. Die sagt, heute keine Frage, sondern ein dickes Danke und ein virtuelles Bussi. Danke, dass ihr auch dieses Jahr wieder unsere Donnerstage erleichtert habt. Habt schöne Feiertage. Ui. Danke gleichfalls. Danke. Spinecakes. Habt ihr Tipps zum Umgang mit homophober Verwandtschaft an Weihnachten? Oh Gott. Oh Mann. Nein, wir lassen jetzt nicht Tommy antworten. Geh nicht hin! Also, ich atme durch und lese einfach weiter. Dass das Thema angesprochen wird, ist ziemlich sicher alle Jahre wieder. Ich reiß mich so zusammen. Ich habe es mittlerweile eigentlich aufgegeben, mich für meinen Lifestyle zu rechtfertigen beziehungsweise zu versuchen, irgendwas zu erklären, da es einfach hoffnungslos ist. Aber die besagten Personen lassen mich nicht in Ruhe. Ein Großteil der Verwandtschaft steht auf meiner Seite, sagt aber nichts, wenn die Situation auftritt. Ich hätte jetzt gern Schnaps. Alkohol ist keine Lösung. Nein, Alkohol ist keine Lösung. Ist fertig, Tommy? Also ich dachte, Nein, das reicht ja auch jetzt erstmal. Ja, ich dachte nur, du musst irgendwie durchatmen und da kommt noch was. Ich fange mal an, Alexander, dann kannst du Schluss die schlauen Sachen sagen. Das tut mir so, so leid. Ja. Ich finde aber toll, dass der Großteil der Familie offensichtlich nicht homophob ist. Das ist schon mal schön. Es wäre natürlich wunderbar, wenn die dir zur Seite springen würden. Aber wir nehmen das jetzt mal so, wie es ist, weil die Leute können wir ja nicht ändern. Das offensichtlich nicht. Und es ist ja schon mal schön, dass die nervigen Leute in der Minderzahl sind. Ich habe jetzt das Gefühl, alles, was ich sage, hast du wahrscheinlich schon probiert. Also das ist so mein Gedanke. Deswegen versuche ich gerade irgendwas zu finden. Also du müsstest ja jetzt dieses Jahr was machen, was du die ganzen Jahre davor nicht gemacht hast. Also nur wenn einer in diesem Gefüge was anders macht, kann sich ja überhaupt nur was ändern. Und ich habe jetzt gerade das Gefühl, ich glaube, ich hätte an deiner Stelle das Bedürfnis, so nach so einem Act Crazy, also nach was wirklich
irgendwas machen oder was sagen, womit die auf gar keinen Fall rechnen und wo die einfach nichts mehr sagen können. Ich kann mich erinnern, dass als ich Jugendliche war und dann rauskam, ich habe geraucht, ich glaube, ich war sogar junge Erwachsene, als Jugendliche hat das keiner gewusst. Und dann gab es dann immer die Diskussion, ja, warum rauchst du denn überhaupt? Und dann habe ich irgendwann gesagt, ja, ich bin halt süchtig, ich bin halt total krank, was der Wahrheit entsprach. Aber damit habe ich denen so einen Wind aus den Segeln genommen, weil ich ja gesagt habe, ja, ihr habt recht, ich würde total gerne aufhören, ich kann es aber halt nicht. Das ist für dich jetzt natürlich keine Option. Ich bin leider krank, ich bin schwul, ist, finde ich, schwierig. Nein, aber ich meine nur, was ist, also gibt es irgendwas, mir fällt jetzt nichts Schlaues ein. Ich weiß übrigens, was du meinst. Und Act Crazy sollte man vielleicht kurz erklären. Also einfach was zu tun, also Act Crazy ist, glaube ich, eigentlich, ich glaube, das kommt sogar aus der Gefahrenabwehr, ist das richtig? Das weiß ich gar nicht. Mhm. Also ich habe das zum ersten Mal irgendwo gelesen, wo es empfohlen würde, für wenn man jetzt auf der Straße von Menschen bedroht oder bedrängt wird, dass man dann einfach was total Irrsinniges machen soll, weil die das so aus dem Konzept bringt, dass sie dann von einem ablassen, also keine Ahnung, sich auf den Boden schmeißen, epileptischen Anfall vortäuschen, anfangen laut zu singen, also irgendwas wirklich komplett Irres zu machen. Ja. Ob das jetzt an Weihnachten, also wenn du das machst, bitte, bitte film es unbedingt. Aber das ist jetzt vielleicht nicht der richtige Tipp. Alexander, magst du mal? Das läuft gerade in eine ganz komische Richtung. Ja, ja. Ja, ja. Ich wollte damit nur verdeutlichen, ich glaube, du solltest etwas tun, was du sonst nicht tust, weil ich glaube, wenn du hier in den Chat schreibst und hier in der Wild Mikes Community bist, dann bist du jemand, der wahrscheinlich auch selber schon überlegt hat, was kann ich denn machen und Dinge probiert hat und nichts hat geholfen. Also all diese vernünftigen Sachen haben, glaube ich, nicht geholfen. Das einzige Vernünftige, was ich jetzt vielleicht noch loswerden möchte, ist, ich frage dann, was ist denn dein Anliegen? Hm. Also ich finde, das ist immer eine super Frage. Wenn jemand so diffus mit irgendwas ankommt und man weiß, eigentlich will der was anderes, als er sagt. Stänkern vielleicht einfach nur. Oder man weiß vielleicht auch tatsächlich nicht, was der will. Also das gibt es ja auch. Dass man wirklich eine Gegenfrage stellt und sagt, was ist denn dein Anliegen? Also was möchtest du denn? Vielleicht gibt es daraufhin sogar ein Gespräch. Ich mag das jetzt gar nicht, ich mag dir jetzt da gar nicht eine Hoffnung einpflanzen, aber mag sein. Ich finde das aber eine echt gute Idee. Also, meine Idee wäre, geh nicht hin. Ja? Aber dann bestraft man natürlich auch sich und auch die anderen. Der Großteil der Verwandtschaft ist ja. Ja, aber Alexander, vielleicht müssen aber die auch lernen, dass sie was hätten sagen sollen. Herrgott nochmal, warum sagen Alexander die denn nichts? Hat doch jetzt die Lösung. Ey, natürlich, Entschuldigung. Also ich erinnere mich auch an gewisse Familiensituationen, wo der Lifestyle, das war jetzt nicht auf die Sexualität bezogen, aber auch immer Thema war. Ich kann mich an jemanden erinnern, der Alexa gerne gefragt hat, ob sie da immer noch so diese Spielereien im Internet macht, als das schon lange ihr Beruf war. So, das sind auch so schöne abwertende Dinge, die da stattgefunden haben. Also insofern, ich habe gerade ein bisschen gelacht, aber das ging nicht um die Situation, sondern das war so die Situationskomik, die wir drei hier gerade haben. Nicht deine Situation, die nehme ich sehr ernst. Guter Punkt von Sophia, das zu hinterfragen. Ich habe aber so den Eindruck, wenn du das fragen würdest, wäre die Antwort, er sucht dir halt, ich weiß ja gar nicht, ob du jetzt gleich männlich, weiblich, wie auch immer bist, also sucht dir halt was Gegenläufiges, so wie es alle machen, wenn das das Anliegen ist. Das wäre nicht das Anliegen. Da würde ich nachfragen. Ja, okay. Ich würde, glaube ich, in dieser Situation, und wenn das jedes Jahr so der Fall ist, diese Angriffe. Es gibt zwei Möglichkeiten. Eine Antwort wäre zu sagen, da möchte ich gar nicht drüber reden. Und das immer und immer und immer wieder sagen. Und das ist dann extrem langweilig, darum zu bohren, wenn du dabei bleibst. Wenn du immer sagst, du, da rede ich jetzt gar nicht drüber. Und dann stechen in die Wahl und du sagst, nee, da reden wir heute nicht drüber. Heute ist Weihnachten, da reden wir nicht drüber. Also das ist so ein Ding, was du machen könntest. Und das andere wäre natürlich, wenn dein Lifestyle hinterfragt wird, das war ja so ein bisschen die Formulierung, man könnte ja auch den Spieß umdrehen. Ich meine, wenn das deine Verwandtschaft ist, dann kennst du die ja auch.
Und mir fällt niemand das aus meiner Familie. Das bestimmt harmoniefördernd. Naja, wenn mich jetzt einer ständig angreift und das über Jahre passiert und ich kenne die Menschen und ich weiß, dass die halt auch komische Dinge tun, weil jeder Mensch tut komische Dinge. Man kann den Spieß ja auch mal umdrehen und dann auch mal deren Lifestyle hinterfragen. Also auch das, den Spaß könnte man sich mal machen. Das ist natürlich dann Konflikt, das ist völlig klar, aber das kann man ja ein bisschen lustig machen. Ist ja auch Weihnachten, da sollte man. Wenn man das möchte, da kann man auch mal Spaß haben. Aber mein Ratschlag wäre natürlich, der ernst gemeinte Ratschlag wäre einfach ganz klar zu blocken, zu sagen, da reden wir heute nicht drüber. Und einfach sozusagen damit, weil es bringt ja nichts. Also nichts, was du tun könntest, so wie du es beschrieben hast, würde ja diese Situation auflösen. Homophob. Ich finde, ich muss das einfügen, weil das ist ein super Hinweis. Der funktioniert aber nur, wenn du wirklich bei diesem Satz bleibst. Genau. Also das ist ganz, ganz wichtig, dass du es genauso sagst, wie Alexander es dir vorgemacht hast und nicht sagst, weil, sondern ohne Begründung, einfach diesen Satz, dann ist es super und total effektiv. Und das sagst du dann dreimal und dann wird es langweilig und dann suchen sie sich jemand anders zum Sticheln, weil dann bietest du einfach überhaupt keine Angriffsfläche. Und wenn der Rest deiner Verwandtschaft eigentlich auf deiner Seite ist und du das dreimal machst, tatsächlich in der Situation, dann wird das für die anderen auch unangenehm. Da darf man auch ein bisschen lauter und bestimmter einfach das dann sagen. Und was dann auch passiert in so einer Dynamik ist, dass irgendwer das anders haben will. Und dann ist das meistens in so einer Situation, dass irgendwer sagt, sag mal, was ist eigentlich mit deiner Nachbarin? Hat die immer noch den großen Hund? Möchte noch jemand einen Keks? Genau. Also dann will sozusagen die Gruppe aus dieser Situation raus, weil das wird halt unangenehm. Und aber ganz gut, dass du es sagst, Sophia, dabei bleiben. Keine Begründung, nicht entschuldigen, gar nicht die Tür auch einen Millimeter aufmachen, sondern immer sagen, da reden wir heute nicht drüber. Das ist was wir nicht gewohnt sind. Genau. So eine klare Ansage zu machen und es nicht zu begründen. Oder kann ja auch sein, dass ihn jemand fragt, warum. Also das könntest du tatsächlich ist so. Vielleicht, wenn einer fragt, warum, kann man sagen, ist ja, so. Ja, also vielleicht wirklich auch ein bisschen üben auf der Fahrt dorthin oder dir klar machen, sagen, ich bleibe bei diesem Satz und ich wiederhole diesen Satz, nicht variieren, wiederhole diesen Satz. Genau. Das finde ich einen sehr, sehr guten Tipp. Die Daniela, wobei ich jetzt auch meinen Tipp mit Act Crazy ziemlich toll fand. Ja, natürlich. Der von Alexander ist schon besser. Wenn die Situation es hergibt, kannst du auch gerne tun. Aber also, das ist... Ja. Ja. Daniela schreibt zur Homophobie, ich bin selbst betroffen, Grenzen setzen. Ja. Falls sie nicht einhalten, Kontakt abbrechen, wenn es sich wie selbst anfühlt, Kontakt aufrechtzuerhalten. Ja, also das ist dann natürlich nochmal speziell, da geht es ja dann ums Generelle, aber jetzt nur für dieses Weihnachtsfest finde ich beide Tipps. Ich drücke ganz, ganz fest in die Daumen, dass es jetzt im Vorfeld viel schlimmer ist, als dann, wenn du dort bist. Und vielleicht bist du angenehm überrascht und die anderen halten sich zurück, wer weiß. Das wäre toll. Der Riel Hartl Max schreibt. Hallo Max. Seit Mitte November bin ich alleinerziehender Vater. Meine Tochter ist nun bei mir. Nun ist es so, dass ich bis das Gutachten über die Mutter erstellt wird, fertig ist, noch nicht in den Kindergarten wechseln kann. Ich nehme an, dein Kind, nicht du. Aber leider werden die Fahrten für meine Tochter zu viel. Sie weigert sich beim Anziehen und will nicht hinfahren. Einfache Fahrt 40 Kilometer. In der Woche fahre ich 800 Kilometer. Und 2 Stunden pro Tag auf der Straße. Wie kann ich es für meine Tochter am erträglichsten machen? Du kannst den Kindergarten nicht wechseln, weil das Gutachten... Ja, also wenn es der Stand ist wahrscheinlich, es ist nicht klar... Also nicht hundertprozentig klar, bleibt deine Tochter bei dir, weil da noch das Gutachten abgewartet wird, nehme ich jetzt mal an. Also so klingt das, ne? Oder die Frage, ob das alleinige Selbstaufenthaltsbestimmungsrecht dann bei dir liegt und auch die Entscheidung über das, was mit dem Kind passiert. Also offensichtlich ist noch nicht hundertprozentig festgelegt, dass deine Tochter Tochter den Kindergarten wechseln kann. Sicher. Also anders kann ich es mir jetzt nicht erklären, diese Situation. Also ich nehme mal an, dass es so ist, ne, und dann eben noch abgewartet wird. Was du machen könntest, wenn du dich jetzt in einem Gutachtenprozess befindest, dass du, also solange das Gutachten nicht erstellt ist, ist es noch nicht fertig. Das heißt, du kannst die Gutachterin, den Gutachter anrufen und sagen, die Situation ist folgende, kann man da eine Zwischenlösung finden, kann man das beschleunigen,
was raten Sie mir denn, was ich tun kann? Es ist immer gut zu sagen, ich möchte das Beste für mein Kind. Ich nehme jeden Ratschlag an, den ich kriegen kann, und da einfach mal nachzufragen. Weil vielleicht hat derjenige oder diejenige, das Gutachten erstellt, ja eine Idee dazu. Ansonsten ist es tatsächlich schwierig. Ich meine, du könntest natürlich, kommt Weihnachten, also selbst wenn Kindergärten haben ja oftmals keine Weihnachtsferien, könntest du jetzt zum Beispiel für deine Tochter sagen, wir nehmen uns jetzt Weihnachtsferien. Ne? Also das ist ja, also es gibt ja diese Ferienzeit, wenn du jetzt noch ein Schulkind hättest und ihr würdet wegfahren, dann wäre sie auch nicht im Kindergarten. Also das könntest du schon einfach für eure Entlastung mal tun. Aber ansonsten rate ich gerade während eines Gerichtsverfahrens dazu, das schon weiter so zu machen, wenn das so festgelegt wurde. Auch wenn das, es klingt ein bisschen absurd, aber ich kenne ja jetzt auch die Hintergründe so nicht. Und ich glaube, deine Tochter ist auch zu klein, um ihr jetzt da großartig irgendwas erklären zu können. Ja. Was total hilft, Max, ist, wenn du für dich klar hast, das ist jetzt so. Und das machen wir jetzt so und es geht jetzt nicht anders. Ich erkläre das immer mit dem Anschnallen von Kindern. Die meisten Kinder haben irgendwann mal eine Phase, wo sie das blöd finden, sich anschnallen zu lassen oder sonst irgendwas. Und normalerweise hat man als Elternteil da sehr, sehr wenig Probleme mit, weil man sehr klar darin ist, wenn wir Auto fahren, schnallst du dich an. Es geht nicht anders. Punkt. Es ist einfach so. Und das vermittelt sich dem Kind. Und ich könnte mir vorstellen, ich will jetzt nicht dir einreden, dass es irgendwas ist deine Schuld, aber du findest es ja selber scheiße, berechtigterweise. Mhm. Ja? Und denkst dir, das ist doch Kacke und diese ewige Hin- und Herfahrerei. Und sowas merken Kinder. Das heißt, du musst es jetzt schaffen, dich so zu motivieren, dass du authentisch sagen kannst, das ist jetzt so, das machen wir jetzt so. Ja. Und hier kam vielleicht könntest du auch nachfragen, wie lange dauert das denn noch mit dem Gutachten? Also ich meine, das muss ja auch eine absehbare Zeit sein. Mimbutzki hat auch gesagt, gerade, dass sie zum Beispiel sagt, bei ihren Kindern wäre zum Beispiel in der Weihnachtsbäckerei in Dauerschleife absolut funktionabel im Auto. Für 40 Kilometer. Ja, gnadenlos. Ja, in der und ja, also Hörspiele für kleine Kinder, all diese Dinge können ja helfen, wenn die Fahrt natürlich an sich das Problem ist. Natürlich. Aber es ist wirklich, versuche dir selbst klarzumachen, das ist jetzt so, das ist jetzt das Richtige. Dann kannst du das ihr auch viel besser vermitteln. Und dann hoffe ich einfach, dass das schnell über die Bühne geht und ihr schnell eine Klarheit habt und der Kindergarten gewechselt werden kann. Sapsen D schreibt zu diesem Thema die Familie und mein Homosexuellsein und so weiter. Beispiel von mir. Wieso hast du denn keinen Partner? Schön langsam wird's Zeit. Meine Antwort, Klammer auf, ist normal gar nicht meine Art, null. Wieso soll ich die ganze Sau kaufen, wenn ich nur Steaks will? Denen ist alles aus dem Gesicht gefallen und es war Ruhe. Ja, das ist der Beginn von Acting Crazy, ist ja. Das schon. Ja, genau. Das war der erste Anflug. Ja, und gute Antwort. Ja, ist eine gute Antwort. Man weiß nie, ob sowas wirklich funktioniert, aber es ist natürlich ein cooler Moment, wenn man da mal die Oberhand hat. Und der Bert van Burg 2 hat geschrieben, das hat bei meinem Vater mal funktioniert, als sich anfing, mein Übergewicht zu manifestieren. Finde ich übrigens einen schönen Ausdruck zu sagen, mein Übergewicht manifestiert sich. Ja, manifestiert sich bei mir auch ganz langsam. Ganz langsam, aber durchsetzend. Er hat öfters mal was dazu kommentiert und dann habe ich stillschweigend in seinen dicken Bauch gestupst. Ich hörte nie wieder was. Auch schön. Ja, das ist auch cool. Oh, bist du eigentlich so fett? Einfach. Bedui. Ja. Sehr schön. Ja, das ist lustig. Tatsächlich sehe ich, jetzt bin ich plötzlich unten angekommen. Keine Fragen mehr. Nee. Aber sehr früh Feierabend. Und das kurz vor Weihnachten. Ja, also die 220 Menschen unterhalten sich jetzt untereinander. Es werden dem das Max ist aber Tipps ja auch gegeben. Schön. Also dann wird schön, wenn es allen gut geht und keiner hat irgendwie eine Frage oder ein Problem oder sonst irgendwas. Ja. Da fällt mir gerade ein, ich habe so ganz, ganz dunkel im Hinterkopf, hatten wir
vom letzten Mal eine Frage, die uns geschickt wurde, oder hatten wir die dann beantwortet? War da nicht weißt irgendwer, das, der oder die gesagt hat, ich schreibe in den Discord? Ja, aber die hätten uns unsere grandiosen Moderatoren geschickt. Vielleicht war das aber auch die, die du vorgelesen hast, Tommy. Ja, kann sein. Ja, und Hobbit der Große schreibt, ich habe auch ein übergewichtiges Manifest verfasst. Aktuell kürze ich Kapitel raus. Ja, das mache ich ab Januar auch. Ich hab ne ganz andere Frage, mal an euch da draußen im Chat, an die, wie viel sind es, 219 Menschen im Chat. Wer von euch, das ist eine Frage, die kommt aus einer völlig anderen Richtung, wer von euch spielt eigentlich Gitarre? Bitte antworten. Also Alexander, jetzt war es, ne? Tommy hat den Chat übernommen. Nein, es ist nur eine Zwischenfrage. Was gibt es denn bei euch so Heiligabend zu essen, Sophie? nein, das hat einen Grund, Herr Gott, nochmal. Ja, ist ja gut. Es hat doch einen Grund. Ja, dann mach. Also, so, schauen wir mal. Zippity Bebop spielt Gitarre. Kenji Kata spielt Gitarre. Peselia spielt Gitarre. Das kleine Kind von Bert van Burg, K2, spielt ein wenig. Mimbutski spielt Gitarre. Das sind so viele. Meine Frau und ich spielen, sagt Elwood Blues, das weiß ich. Also, ich gehe mal kurz was holen und bin in einer Sekunde wieder da. Sagt mal kurz irgendwie was Psychologisches. Ich bin gleich wieder da. Ich bin irritiert. Das war auch nicht abgesprochen. Nee. Wir finden das auch nicht gut, oder, Alexander? Kann man manchmal so sagen. Es wäre sehr lustig, wenn Tommy bei dir reinkommt, einmal hinter dir hergeht und dann wieder rausgeht. Das wäre lustig, aber das wird nicht passieren, könnte ich mir vorstellen. Schwierig. Ja. Also man kann da schon dahinter vorbeigehen, aber man kann dahinter gehen, aber dann ist da halt eine Wand. Schau, da ist er wieder. Da bin ich wieder. Das ging aber schnell. Also wir sind irritiert und nicht einverstanden. Ach nee, hör das. Ich sag's nochmal, jetzt hörst du mich? Jetzt höre ich dich. Wir sind irritiert und nicht einverstanden, nur damit du das weißt. Es ist völlig in Ordnung. Hiermit verschenke ich an Kenji Carter dieses wunderschöne Korkstimmgerät in Form eines eines Gitarrenkopfes. Clip-on-Tuner shaped like the headstock of a guitar von Kork. Das haben sie uns spendiert, weil sie sich so freuen, dass, ja, sie freuen sich halt über jeden Scheiß. Das ist doch schön. Das ist super. Und den verschenke ich an Kenji Carter. Kenji Carter, bitte schreib der Mimbutski. Bin gleich deine fertig. Adresse. Aber es ist ja Weihnachten, weißt du? Aber als DM bitte. Ja. Nicht gerne in den rein. Chat genau. Schreiben. Genau. Dann Mimbutski selbst. Du schickst auch bitte deine Adresse, denn du kriegst auch ein Stimmgerät. An Mimbutski aber bitte schreiben. An Mimbutski. Ja. Genau. Genau. Als DM Mimbutski, ne? Genau. Nicht in den Chat schreiben. Und Trestolt, lese ich zum ersten Mal. Vielleicht warst du schon öfter da, aber ich lese dich gerade zum ersten Mal. Du bekommst einen M-Plug von M-Plug 2 von Vox. Das ist ein kleiner Verstärker, den man einfach so in die E-Gitarre hineinschmettert und abgefahren. Dann kann man da einen Kopfhörer anstecken oder auch einen irgendwas, was laut macht, eine Aktivbox oder so und hat dann einen Classic Rock Verzerrer und so weiter und so fort hier in dieser kleinen Box. Das ist total geil und ich glaube, man kann auch ein Line-In anschließen, das heißt, du kannst auch Playbacks dazu. Ja. Das kriegst du, Trestolt, wenn du an Mimbutski deine Adresse schreibst. So. Und jetzt seid ihr immer noch nicht einverstanden, obwohl ich was verschenkt habe. Das finde ich bemerkenswert. Nee, mit Verschenkungen bin ich immer schön. Grundsätzlich einverstanden. So. Also. Olsom Ovo schreibt, Frage, wie geht man damit um, dass man nie was gewinnt? Das ist eine gute Frage. Okay, also. So. Schlimm ist das. Ich überlege gerade, habe ich schon mal was gewonnen? Ich habe einmal was gewonnen, das war wirklich krass. Ja. Stimmt, im Lotto aber, oder so, gell? Aber unser Statistikprofessor an der Uni hat seine erste Vorlesung damit begonnen zu sagen, guten Tag, wer von Ihnen spielt denn Lotto? Dann haben sich da so ein paar gemeldet und dann hat er gesagt, und ich kann Ihnen sagen, Sie werden nie gewinnen. Hä? Und das ist die Wahrscheinlichkeit, dass er damit recht hatte, ist sehr, sehr hoch. Und so hat er das halt erklärt. Und das fand ich beeindruckend. Und dachte mir, ja, stimmt. Stimmt. Ja. Ich habe tatsächlich, es sind
es ist 20.44 Uhr. Wir hätten jetzt noch 15 Minuten, aber wir haben tatsächlich keine Fragen mehr. Und Aletuni hat gerade 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 Abos verschenkt. Hammer. Und Badfuchs hat ein Dankeschön. Abonnement vorgenommen. Abonniert schon seit 23 Monaten. Er schreibt 23 Monate, er zeigt mir jeden Stream aufs Neue, warum ich hier bleiben möchte. Oh. Also ehrlich gesagt finde ich das jetzt auch gerade ganz schön mal. Also nicht, dass jetzt nicht noch jemand eine Frage stellen könnte, aber es ist sehr, sehr schön. Federscham und Tinte schreibt, mein Gewinn sind meine beiden Kinder. Oh. Aletuni schreibt, ich kann keine Gitarre spielen, nur Subgift. Das ist toll. Was, die Frau mit dem Kind Tommy markieren? Ah, vielleicht noch ein paar Quick-Tipps, wie man Weihnachten mit der Familie übersteht, schreibt Ziegelrotkehlchen. Und da kommen lauter Abos gerade. Es ist der Wahnsinn. Maxilin81, vielen Dank. Hat tatsächlich jemand von euch beiden Tipps, wie man Weihnachten mit der Familie übersteht, außer einfach nicht hingehen? Alter. Also das wäre jetzt kein Tipp von mir, sondern nein. Von dir. Maxilin81 rastet halt völlig aus. Entschuldige, ich muss die mal ganz kurz zählen. Währenddessen bitte gerne Tipps. Okay, wie man Weihnachten mit der Familie... ich finde es auch schwierig. Und mein einer Tipp war ja schon, das nicht so groß zu machen. Und ich finde, dass es tatsächlich hilft. Also, dass man das nicht so super wichtig und so super ernst nimmt und guckt, dass es jetzt... Es muss jetzt nicht perfekt sein. Und ich glaube, dass das in vielen Köpfen, ich weiß gar nicht warum, vielleicht durch diese ganzen Weihnachtsfilme von früher, inzwischen gibt es ja auch ein paar, wo Weihnachten nicht so perfekt ist, aber dass man irgendwie so das Gefühl hatte, dieser Tag, der muss jetzt so perfekt sein und es muss alles harmonisch sein und überhaupt. Und dann sind dann auch so viele Menschen aufeinander, die normalerweise gar nicht aufeinander sind und sollen sich dann auch noch irgendwie beim Mittagessen Kaffee trinken und Abendessen nett unterhalten und man kommt irgendwie gar nicht vor die Tür. Das wäre übrigens mein erster Tipp. Einfach mal zwischen den Mahlzeiten irgendwo, wenn es jetzt nicht ganz, ganz schlimm regnet, einen Spaziergang einschieben oder irgendwas machen, also irgendwie sich bewegen oder was zusammen machen. Ich habe jetzt keine spontane Idee, was man zusammen machen kann, aber das ist immer was hilft, wenn man irgendwas körperlich zusammen macht und sei es nur spazieren gehen. Da kann man sich natürlich auch unterhalten und irgendwas Blödes sagen. Aber das wäre schon mal was. Ich sehe, dass Alexander eine Idee hat und während du das sagst, kann ich mir was Neues überlegen. 50 also, Abos hat Maxilene rausgehauen. 50! Krass. Wow. Das vielen ist Dank. Vielen Dank. Also ich bin, da weiß ich jetzt gar nicht. Danke. Und die Stubenente. Auch im Namen von Dan und Steffen. Genau, denn die leben davon. Die Stubenente hat noch 5 Abos hinten drauf gehauen. Es ist unfassbar. Bitte fühlt euch nicht verpflichtet. Vielen Dank. Der Hammer. So, also bei den Aktivitäten kann ich auch sagen, bevor man irgendwie ungut zusammensitzt, im Zweifelsfall macht man Charade. Also dann spielen alle, dann ist man auch abgelenkt und kann sich keine unangenehmen Fragen stellen. Vielleicht hilft das, irgendwelche solche Aktivitäten ins Leben zu rufen. Und ein zweiter Aspekt, ja, Brettspiele, Tommy. Genau. Muss, also egal. Ja, ja. Ich muss jetzt nicht auf dich eingehen. Nein. Und nein. Ein weiterer Aspekt, der, glaube ich, den man konstruieren kann, wenn das Problem ist, nämlich die Frage, warum akzeptieren die mich nicht so, wie ich bin? Egal, was du machst und egal, wie dein Leben ist. Und da ist ein ganz, ganz wichtiger Satz, das müssen die gar nicht. Weil du bist ja so gut, wie du bist. Und wenn du mit dir jetzt selber zufrieden bist, ist das Wurst egal, ob irgendwelche anderen Leute, mit denen du jetzt in so einer Schicksalsgemeinschaft, um mal einen Begriff aus der Anthroposophen zu entlehnen, um einen Baum sitzt. Du musst nicht an diesen 3 Tagen, ist nicht dein Auftrag, dass die dich hinterher alle super finden, sondern du musst dich hinterher immer noch super finden, so wie du dich schon vorher super gefunden hast. Und das ist so eine Falle, in die man hineintappt, dass man denkt, dies Jahr fahre ich hin und dann erzähle ich, was ich gemacht habe und dann sagen die alle, Mensch, das war super. Das finden wir großartig. Wir sind ganz stolz auf dich. Das Glück kann man haben in der Familie, dass die Menschen das anerkennen, was man tut. Aber das ist eben nicht die Regel. Und wenn das da nicht kommt, dann kommt es halt nicht. Also nicht danach streben und sagen, das ist mir ganz wichtig an Weihnachten, sondern die ganze Zeit von mir aus dann im Kopf vor sich hin sagen, ja,
Retumal, das ist alles gut, was ich mache. Ich bin gut. Das ist alles gut bei mir. Ist mir ganz egal. Ist mir wurstegal, ob du das doof findest. Bei mir ist alles super. Und ich trage gerne schwarz. Ist alles gut. Nein, ich muss keine Farben tragen. Wo kommt das denn jetzt her? Ist mir nie zum Vorwurf gemacht worden. Aber ich konstruiere so ein bisschen. Also ja, wenn das ein Aspekt ist, der dich an den Weihnachtstagen stresst, versuch das mal so als Mantra vor dir herzutragen. Die müssen dich nach 3 Tagen können. Die dürfen dich genauso doof finden, wie sie sich vorher gefunden haben, wenn das der Fall gewesen ist. Ändert halt nichts. Ja. Das ist dann halt so. Mir fällt gerade auch ein, man kann die Zeit verkürzen. Also jetzt ist die Frage, muss man da jetzt sehr weit hinfahren und ist man auf so einem Gutshof, wo nichts ist drumherum und man nicht weg kann, dann habe ich da jetzt, doch, dann könnte man auch ein Zoom-Treffen mit irgendjemandem erfinden oder tatsächlich haben. Ne? Also man kann das schon so machen, dass man sich da, also dass man sagt, ja, ich kann an den Tagen kommen, aber ich bin nur zum Abendessen da. Oder ich bin nur zum Kaffee trinken da oder nur zum Mittagessen. Oder ich muss zwischendurch weg, entweder um mich mit jemandem zu treffen. Und man tut das vielleicht tatsächlich. Ich finde an Weihnachten, wenn es einem ein großes Bedürfnis ist, dass man Ruhe hat und man weiß, es wird von niemandem akzeptiert und es gibt ein Riesentheater, finde ich es auch völlig in Ordnung, zu einer Notlüge zu greifen und zu sagen, ich habe jetzt mich mit jemand verabredet zum Telefonieren oder zu sonst irgendwas. Also, dass man für sich selbst einfach ein paar Pausen einbaut, die können nämlich auch schon mal helfen, um runterzukommen. Also, um einfach mal durchzuatmen, sich dann das nochmal anzuhören, was Alexander gerade gesagt hat und zu sagen, ja, das ist, ne, meine Familie ist halt so, die haben halt alle so ein bisschen einen an der Waffel. Vielleicht kann man da auch irgendwie was Liebenswertes noch dran finden. Und ansonsten auf sich selber gucken und sagen, ich finde es aber gut so. Und ja, wenn es jetzt dieses Jahr wieder so ist, wie halt immer, dass jetzt keiner sagt, wir sind wahnsinnig stolz auf mich, dann bin ich halt selbst stolz auf mich oder habe Freunde oder ein Umfeld, die stolz auf mich sind. Und ja, also ich bin immer, also ich weiß nicht, warum ich das an Weihnachten so extrem habe, merke ich gerade, dass ich so das Bedürfnis habe, da irgendwas mit Humor reinzubringen. Ich glaube, weil das war in meiner Kernfamilie das, was geholfen hat. Ich meine auch. Ein gleicher Humor. Ich glaube, sonst wäre ich vielleicht auch jetzt nicht hier. Ja. Also und da, das hilft einfach. Also, dass man auch, wenn jetzt jemand was vermeintlich Blödes sagt, also was sagt, wo man selbst denkt, ja, dass man dann nicht das macht, sondern sagt Potzblitz oder Eider Daus. Oder das habe ich ja also noch nie gehört. Irgend sowas. Das kann auch euch selbst einfach helfen. Ja. Ich schlafe immer ein, wollte ich noch sagen. Das kann man, du musst das noch nicht mehr vortäuschen. Ich werde einfach unfassbar müde, wenn mich was nervt, werde ich wahnsinnig müde, gehe in ein anderes Zimmer, lege mich hin und schlafe. Ja, auch das. Ich kann das bestätigen. Manchmal schafft das auch nicht mehr ins andere Zimmer. Aber ich bin da inzwischen drüber weg, ich kann damit umgehen. War am Anfang ein bisschen schwierig, aber jetzt nehme ich das auch nicht mehr persönlich. Ich habe eine Frage. Jetzt dann doch. Ja, von der Daniela Mondschein, die schreibt: Wie mit der Reaktion eines, wie ich dachte, sehr guten Freundes umgehen, Doppelpunkt. Ich habe ihm von einer wichtigen, lebensverändernden Entscheidung erzählt. Angemessen ausführlich. Das, Daniela, kann jetzt sehr viel heißen. Das kann heißen 58.712 Seiten lang oder eine halbe Seite. Lies doch mal die Frage vor. Ich lese mal weiter. Er schrieb nur dazu: Ich weiß wirklich nicht, was ich dazu sagen soll. Ich fragte ihn natürlich, wie das gemeint ist. Ob er jetzt da meine potenzielle Entscheidung wertet, was ich total anmaßend finden würde. Meine Befürchtung ist, dass er meine Entscheidung verurteilt, weil ich in der Vergangenheit gesundheitliche Probleme hatte und er mir die Entscheidung nicht zutraut. Sind wir überhaupt befreundet? Warum freut er sich nicht für mich? Das ist, also ehrlich gesagt, verwirrt mich diese Frage in erster Linie. Ich kann nicht so genau fassen, worauf du raus willst. Und natürlich können wir nicht sagen, ob ihr befreundet seid oder nicht. Das ich habe ihm von einer wichtigen, lebensverändernden Entscheidung nur ihr beurteilen. Erzählt. Ja, also
da ist das mit den Erwartungshaltungen, von denen Alexander gerade gesprochen hat, von Weihnachten. Du hast ihm was erzählt und hast eine bestimmte Reaktion erwartet, die nicht kam, sondern es kam eine ganz andere Reaktion, die, soweit ich das jetzt verstanden habe, in, ich weiß jetzt nicht, was ich dazu sagen soll, bestand, was jetzt erstmal eine ganz neutrale Reaktion ist, sondern die Information in dieser Reaktion ist, ich weiß gerade nicht, was ich dazu sagen soll. Und die beinhaltet keinerlei Wertung. Die heißt, das ist nur eine ehrliche Aussage über denjenigen selbst. Fertig. Und sonst hätte er geschrieben, was er dazu sagen will. Ich verstehe das, ne? Also du warst dann enttäuscht, du hattest was anderes erwartet, dann kommt sowas. Und vor allem, wenn das schriftlich ist, ich lese das dann und in meinem Kopf sagt jemand, ich weiß jetzt gerade nicht, was ich dazu sagen soll. Oder es sagt jemand, also da weiß ich jetzt nicht, was ich dazu sagen soll. Weißt du, du kannst ja alles mit einem bestimmten Tonfall lesen. Und das heißt, bitte geh ein paar Schritte zurück, nimm diese Aussage deines Freundes als das, was sie ist, nämlich einfach eine Information und frag nach. Ich glaube, das hast du schon gemacht. Ich wollte gerade sagen, frag nach, ohne Vorwürfe zu machen. Ich befürchte, da bin ich zu spät mit. Und weiß ich jetzt nicht mehr, also ich habe es nicht so ganz klar, aber ja, Alexander. Und ich will noch einen anderen Aspekt noch einmal reinbringen, weil mich durchfährt es gerade, dass ein sehr netter Bekannter mir, glaube ich, gestern oder vorgestern eine ganz nette Nachricht geschickt hat. In einer Situation, in der ich total im Stress war, das gesehen habe, mich darüber gefreut habe und dachte, cool, da antwortest du nachher drauf. Und dann sind 83 Millionen andere Dinge passiert und ich habe 85 Millionen weitere Nachrichten gekriegt, auf die ich geantwortet habe. Und mir fällt gerade ein, Kacke, da muss ich ja auch noch antworten. Das heißt, das Tückische bei der, also alles, was Sophia sagt, völlig richtig und der weitere Aspekt, den man immer bedenken muss, wir haben Weihnachtszeit, alle sind im Stress, alle haben 1000 Sachen zu erledigen. Und dann ist diese ständige Erreichbarkeit, die wir gewöhnt sind, über dieses Messaging-Gedöns, und da ist es egal, was es für ein Messaging-Ding, vielleicht hat er einfach auch gerade komplett andere Probleme. Also, ja, oder da, keine Zeit. Und, also, das mache ich damit. Also antwortet deswegen untypisch. Das ist ein gutes Beispiel von heute. Alexander fragte, machen wir heute alle bekloppt? Ja, genau. Ich habe gesagt, ja, glaube ich einfach nur. Genau. Und dann kam von ihm, okay, ohne einen Punkt oder irgendwas. Und ich las, okay, ja, schrieb zurück, weil er normalerweise nicht so reagiert, schrieb zurück, nicht gut. Mm. Und dann hat Alexander leider noch erklären müssen, nein, bin nur gerade im Stress. Woraufhin ich schrieb, okay, ohne Punkt. Genau, da habe ich mit einem Smiley geantwortet. Genau, also das ist, also auch das muss man immer mal mit einberechnen. Und gerade wenn das so eine entscheidende Situation ist, die du ihm geschrieben hast. Vielleicht braucht er auch jetzt mal ein paar Tage, um das mal zu verarbeiten, sich eine Meinung zu bilden vielleicht. Ich bin da völlig bei Sophia. Das kann man komplett neutral lesen. Das sagt auch überhaupt nichts über euren Freundschaftsstatus erstmal aus. Und vielleicht braucht er jetzt einfach ein paar Tage, weil andere Dinge anstehen. Gar nicht, dass er ein paar Tage braucht, um das zu verarbeiten, was du ihm geschrieben hast, sondern vielleicht, weil gerade andere Sachen dann noch höher priorisiert sind. Das kann tatsächlich passieren. Und dann kommt vielleicht was. Ich fand ja die Antwort, ich fand die Antwort ja gut. Ich bin natürlich kein Maßstab, aber ich fand die Antwort gut und sagt, ich weiß gerade nicht, was ich da ist. Ist völlig neutral, sachlich. Aber gut. Ja. Also natürlich kann man dann nachfragen oder man kann auch sagen. Also ich weiß jetzt nicht, was. Ja, ja, genau. Ja, das irritiert mich jetzt gerade, aber okay, ich nehme an, du schreibst mir dann später was dazu oder irgendwie sowas. Also, ne? Man kann dann schon auch seine eigenen Empfindungen da dem anderen mitteilen, aber doch bitte ohne irgendwelche Vorwürfe und vor allem ohne direkt die Freundschaft in Frage zu stellen. Also man kann enttäuscht sein von der Reaktion von jemandem, aber wenn ihr gute Freunde seid, dann gib ihm doch diesen Benefit von ihr seid gute Freunde und stellt es nicht sofort in Frage, sondern geh mal vom Besten aus und nicht vom Schlechtesten. Geh davon aus, es gibt ganz viele Erklärungen dafür, dass er jetzt diesen einen Satz nur geschrieben hat. Und die allerletzte Erklärung wäre, eure Freundschaft ist irgendwie nicht in Ordnung. Ich lese mal was Positives vor.
Oh ja. Kenji Kater, ohne euch würde es mir im Moment deutlich bescheidener gehen. Noch 5 Wochen, bis ich endlich den Termin beim Psychiater habe. Ich bin dankbar, dass es euch alle gibt und ein Anker in meinem Leben. Seit, da fehlt jetzt die Jahreszahl, seit das 1992 nehme ich an. Das ist sehr, sehr schön. Fünf Wochen können sehr, sehr lang sein, aber die sind auch überschaubar. Maxilene, da kamen die 50 Abos her. Ich habe dieses Jahr eine feste Stelle bekommen und erstmal echtes Weihnachtsgeld. Da will ich ein wenig an die besten Wild Mikes und den besten Flauschhaufen der Welt zurückgeben. Das ist wirklich toll. Vielen, vielen, vielen Dank. Super. Und hier kommt, es ist 21 Uhr, die letzte Frage von Ruffles and Steam. Hallo Ruffles and Steam. Wie schaffe ich es besser, auf das zu hören, was ich gerade wirklich brauche? Ich bin seit einigen Monaten in Therapie mit Verdacht auf Burnout und es fällt mir furchtbar schwer zu akzeptieren, dass Dinge gerade nicht gehen oder mein Pflichtbewusstsein gegenüber KollegInnen zu ignorieren. Ich habe so gegrinst, weil... Ich weiß, warum du gegrinst hast. Ich habe nichts gesagt. Hast du gemerkt? Nichts habe ich gesagt. Ja, weil ich das... Also ich fühle das. Ja. Ich bin ja im Moment auch in der Situation, mit Post-Covid ganz, ganz viel nicht zu können und mit sehr vielen Einschränkungen zu leben. Und ich versuche dann immer, die Ratschläge, die ich anderen gebe, einzuhalten. Und das funktioniert halt auch nicht immer. Also das, das ist... Ich finde, das ist so mit das Schwierigste, was ich seit langem lernen musste, geduldig mit mir zu sein und auf mich zu achten und überhaupt zu gucken, was braucht denn jetzt mein Körper, was braucht denn mein Geist und so weiter. Und das erstens mal zu erkennen und dann auch noch umzusetzen, das ist wirklich sehr, sehr schwierig. Und das ist für alle, die das lernen müssen, sehr, sehr schwierig. Also ich will dir damit jetzt erstmal sagen, du bist damit nicht allein und das ist eine schwere Aufgabe. Die Leute, die das richtig gut können, haben nicht dein Problem. Die haben dann andere Probleme, an denen sie arbeiten müssen, aber ne, es gibt Leute, die können das super, aber die kommen auch nie in diese Situation. Und wenn es was ist, was man in der Therapie lernen muss, dann ist man ja deswegen auch da, weil man damit ein Problem hat und dann ist es was, was halt dauert. Aber was mir geholfen hat bei diesem, das dauert so lange und ich, jetzt habe ich das wieder nicht hingekriegt und überhaupt, ist zum einen sich zu sagen, wenn du lange für was brauchst und kannst es dann endlich, dann ist es bestimmt dann auch so, dass es wirklich bleibt, weil du diesen Weg, also weil du quasi so einen Pfad so ausgetrampelt hast, also dass du es dann endlich hinkriegst. Und das andere habe ich jetzt vergessen, weil ich Post-Covid habe. Ich hatte noch so eine gute Idee, aber vielleicht fällt es mir gleich ein. Alexander. Ja. Ich hatte so einen guten Gedanken. Ist weg. Auch ich, also ich habe mich aber tatsächlich auch schon mal in meinem Leben in einem Burnout befunden. Und ich fand es ganz interessant, den Satz, dass du KollegInnen nicht im Stich lassen willst und dann aber dann sofort wieder neigst, zu viel zu machen. Du musst dir an der Stelle immer wieder sagen, dass du ja im Grunde genommen deinen KollegInnen damit ja dann nicht hilfst. Also du bist ja in der Situation, weil du diese Grenze nicht ziehen konntest und damit, das ist ja genau dieser Teufelskreis, in dem du dich befindest und das tust du ja auch gerade. Du spiegelst dich selber und bremst dich und das ist furchtbar anstrengend, weil du eben so ein Typ dann bist, der sagt, dann mache ich das noch und dann helfe ich hier noch und komm, die Stunde habe ich auch noch. Aber im Grunde genommen geht es auf deine Gesundheit, das weißt du selber und du bist dann am Ende ja auch keine Hilfe, weil das Resultat daraus ist ja nicht, dass es deinen KollegInnen dann für immer besser geht oder deinem Unternehmen immer besser geht, sondern das Resultat ist, dass du irgendwann ausfallen wirst und zwar sehr langfristig ausfallen wirst und dann haben ja alle anderen um dich herum das Problem, dass sie dich kompensieren müssen. Also bleib gedanklich immer dabei zu sagen, das ist das Limit, was ich machen kann, was mich gesund erhält und damit tue ich eine ganze Menge. Das ist ja genau der Punkt. Also die normale Arbeitsleistung eines Menschen ist ja auch genug. Du kannst nur so viel arbeiten, wie du arbeiten kannst. Und ansonsten nimmst du sozusagen ein Darlehen auf deinen eigenen Körper, auf deine Psyche auf. Und das kriegst du nicht zurückgezahlt. Oder du kriegst es zurückgezahlt, indem du dann über Monate und Jahre ausfällst. Und das hilft auch niemandem. Also das musst du dir, das klingt total doof, so gebetsmühlenartig, wie so ein Mantra immer wieder vorhersagen.
Und damit hilfst du dann unterm Strich den anderen Menschen um dich herum am allermeisten. Weil wenn du gesund, stabil bist, dann bist du halt auch ein guter Kollege, auf den man sich verlassen kann und der dann auch Leistung bringt. Wenn wir uns jetzt in diesem Arbeitsumfeld mal so nur so leistungsmäßig bewegen wollen. Aber was nicht heißt, ich muss eingrätschen, weil ich gerade merke, ich hätte eventuell, wäre ich jetzt falsch abgebogen an dem, was du gesagt hast, was nicht heißt, dass du jetzt kein guter Kollege bist. Genau. Ja, sondern, oder gute genau. Kollegin, sondern das ist völlig okay, so wie es jetzt ist. Du schaffst es offensichtlich, obwohl du dich im Burnout befindest und in Therapie bist, ja dennoch zu arbeiten. Genau. Schon, das ist ja, das ist ja auch ganz viel. Genau. Ich weiß, dass du das so gemeint hast, Alexander. Ich habe nur gut, gemerkt, dass du es eingefangen hast. Nein. Genau, bevor es falsch verstanden wird, genau so wird es rund mit dem, was du gesagt hast. Es ist so wichtig, dass du erst gesund wirst und zwar richtig gesund. Und dann kannst du auch wieder sagen, ich mache was für Kolleginnen und Kollegen. Genau. Dann geht es auch und dann wird es auch leicht sein. Weil alles, was du jetzt machst, ist ja, du gehst immer wieder über deine Grenzen, dein Akku wird immer leerer und das weißt du alles selber. Ruffles and Steam schreibt gerade, ich finde es unglaublich schwer, vor allem, weil ich mich sehr viel über die Dinge definiere, die ich mache. Und wirklich arbeiten kann ich leider eigentlich nicht, ich bin halt da. Immerhin bist du das und ja, ich. Und bist in Therapie und bist auf dem Weg. Also du bist ja, du definierst dich, musst dich jetzt sauber definieren, dass es dir besser gehen muss. Und das ist jetzt die Leistung, die du für dich erbringen musst. Ja. Und das ist ganz, ganz schwierig. Und ich habe meiner Frau schon ganz oft gesagt, das ist genau der Punkt. Du bist da. Das ist das Tolle an dir, dass es dich gibt. Punkt. Ja, das und ist auch das Tolle. Danke auch an dieser Stelle nochmal dafür, weil das hilft tatsächlich. Also es hilft schon, vielleicht hast du ja jemanden in deinem Umfeld, der dir das sagen kann, sonst sage ich dir das jetzt. Es ist gut, dass du da bist und dass du bist, wie du bist. Und du, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass du nicht durch die Dinge dich definierst, die du leistest. Das ist eben genau dieser Gedanke, den man mal haben kann, wenn man komplett gesund ist, aber den man nicht haben sollte in Form von, ich bin nur dadurch definiert und ich bin nur dann was wert. Natürlich gehört das Arbeitsleben dazu und der Beruf gehört dazu. Ne? Im Moment ist das halt schwierig und im Moment ist dieser Bereich einfach nicht so richtig vorhanden für dich, aber alles andere und du bist ja so viel mehr als dein Beruf. Also ich hoffe, wenn jetzt Menschen im Chat sind, die ihn oder sie kennen, ich weiß gar nicht, ist auch sie, egal. Ruffles and Steam, Ruffles and Steam kennen wir aus dem Da bist du nicht allein Video in diesem coolen Hosenanzug mit dem Nadelstreifen. Ah, okay. Dann erstmal, offensichtlich hast du auch einen guten Klamottengeschmack. Ja. Also ich kenne dich jetzt nicht persönlich, deswegen ist es schwierig, da jetzt was zu sagen. Aber wenn hier Leute sind, die dich kennen, bitte überlegt euch mal, was ist denn das, was sie ausmacht, was überhaupt nichts mit ihrem Beruf zu tun hat. Und am schönsten ist natürlich, wenn du das selbst kannst und es wird auch irgendwann gehen. Und wenn du das jetzt noch nicht kannst, dann kannst du es halt noch nicht. Ich finde es aber cool, dass du die Frage stellst und dass du ja auf dem Weg bist. Also du willst es ja können und du arbeitest da dran und Rückschläge gibt es immer. Und ich rede jetzt ganz viel schlaues Zeug daher und mir, im Grunde geht es mir gerade genauso. Also ja, ich weiß, wie schwer das ist, aber es ist wirklich gut, das zu lernen. Vielleicht kannst du das auch so ein bisschen mitnehmen. Also mir hilft es gerade, weil ich, gut, Post-Covid ist jetzt noch mal was anderes. Ich kann jetzt gerade gar nicht wirklich was machen dagegen. Aber ich denke mir einfach, okay, ich habe jetzt diese Situation und das ist jetzt gerade das, was ich jetzt lernen muss. Und es ist ja eigentlich cool, dass ich das jetzt lernen muss, weil das hilft mir ja später, wenn ich das dann kann. Also es ist ja gut, wenn man das kann. Ich meine, ich hätte mir den Zeitpunkt jetzt anders gewünscht und so und du dir wahrscheinlich auch. Aber kann man sagen, wir beide konnten das halt jetzt noch nicht gut genug und jetzt nehmen wir das halt einfach mit und jetzt lernen wir das und dann können wir das richtig super und werden dann voll die Experten da drin. Ali Tuni hat geschrieben, mir fällt eben erst auf, das waren jetzt 35 Monate Sub in Reihe. Das müsste bedeuten, dass ihr nächsten Monat 3 Jahre auf Wild Mike streamt.
3 Jahre. Nächsten Monat? Ja, du hast, Januar, wir haben vor, ne? Vor Corona, so kurz vor Corona angefangen. Ne? Und dann hat Mimbutzki geschrieben, krass, das kommt hin. Als sie angefangen hat, war ich mit Mini 2 schwanger. Krass. Ja, Wahnsinn. Ruffles and Steam, ja, ihr macht das 3 Jahre. Ruffles, ich sage immer Steam. Ruffles and Steam schreibt, danke für die vielen Worte, das hilft, die Einstellung vielleicht etwas zu ändern. Das jetzt klippen, was Sophia gesagt hat, ja, aufs Handy ziehen und bei Bedarf dann immer über den Kopfhörer anhören. Und Geduld haben, Geduld haben. Ja. Resi mit dem Traktor schreibt, oh Mann, wir wachsen alle mit Wild Mikes auf. Das ist, es gibt Schlimmeres. Und Böller im Sommer hat zusammengefasst, bitte, bitte macht noch jahrelang weiter. Definitiv. Also ich sehe jetzt im Moment nicht, dass wir damit aufhören. Nächstes Jahr kommt ja dann die Klemmbaustein-Sendung live aus dem Partykeller. Die Bastelsendung kommt, die Kochsendung kommt. Wollt ihr die, Sophia, wollt ihr die wirklich machen, oder? Wir machen eine Bastelsendung. Und wenn ich wieder gesund bin, da dann mache ich auch wieder totgequatscht. Da freue ich mich so wahnsinnig drauf. Das ist was, ich hätte es jetzt gerade vor Weihnachten gerne gemacht, aber es geht halt noch nicht. Was ist denn die Puppensendung? Habe ich da was verpasst? Wir hatten doch mal die Handpuppe. Ach so, ja, richtig. Und das Kochformat, die kommt nicht. Doch, die kommt wohl. Ja, aber da muss ich ja nur dann zum Essen kommen, oder? Ja, wir haben ja schon dieses Seitenformat. Also wir haben ja Pläne ohne Ende. Ja, die Puppensendung wäre auch schön. Was ist mit dem? Ich habe sogar eine Puppe hier zum Üben, aber ich bin noch nicht fit genug. Geht einfach nicht. Davidia Involucrata schreibt, im Frühling wart ihr zum Zeitvertreib mit im Kreissaal, als ich auf die Wehen wartete. Ja, Wahnsinn. Und Dresden und Traktor schreibt, der Holm kommt dann zum Essen. Das ist natürlich eine lustige. Ja, das schmeckt. Also, Alter Franz, also machen wir, ist nächste Woche eigentlich. Ja. Also wenn wir alle gesund sind, weil wir wollen den Pärchenabend ja jetzt. Also dafür müssen wir uns ja sehen oder wollen wir uns sehen. Ja. Wenn wir alle gesund sind, dann machen wir nächsten Donnerstag noch einen Pärchenabend. Das ist so. Das ist also auch einen nicht allzu lang, aber ja. Genau. Ruffles and Steam schreibt, beim Basteln bin ich dabei, auch im Nadelstreifenanzug, der selbst genäht ist. Der ist also, das ist ja schon mal auch eine echte Leistung. Genau, wobei... Guck, sowas kann ich nicht, nicht mal einen Freundschaftsband knüpfen. Ruffles and Steam hat aber vorhin schon geschrieben, sie kann im Moment auch die Hobbys nicht. Also jetzt nicht hier wieder Druck aufbauen. Ja, nein. Nein, aber toll, dass du, was du alles kannst. Ja, was du alles kannst. Wenn du, ja, das ist wirklich geil. Krass. Ja, ich finde, ich brauche ja noch... Ich will ja auch mal für meine Frau einen Marlene Dietrich-Anzug genäht haben. Die so aus der Mode sind, dass es sie nirgendwo gibt. Ja. Noch nicht mal in Secondhand. Genau. Ja, den müssen wir wohl dann einen Nähauftrag irgendwann geben. Genau. Corin schreibt, ich kann nur löten. Du kannst ja dem Alexander ein T-Shirt löten. Ich hätte hier noch so ein paar Routinen, die ich neu bestimmen müsste. Wie mein Vater früher immer zu sagen pflegte, jetzt kommt's in Schmarrn rein. Wir beenden das jetzt. Ich finde es großartig, dass es euch gibt, dass ihr euch da immer so öffnet und dass es dieses Format gibt. Und ich finde es ganz wunderbar, dass ihr beiden Diplompsychologen und DiplompsychologInnen, siehst, ich habe nicht Dippelpsychs gesagt, dass ihr das immer wieder macht. Ich finde das ganz, ganz großartig. Vielen, vielen Dank dafür. Das macht sehr viel Freude. Sehr gern, Das Schönste ist, wenn dann so zwischendurch diese Meldungen kommen, dass die sehr abstrakten Ratschläge, die wir nur geben können oder Hinweise, die wir geben können, mitunter dann auch gut funktionieren und es dann unterm Strich den Zuhörenden besser geht. Ja. Und das ist wirklich sehr ganz, ganz großartig. Hätte ich nie mit gerechnet, dass wir das irgendwie hinbekommen, dass wir das sogar zurückgespiegelt bekommen. Das, das ist sehr, sehr schön. Das ist echt toll, ja. Also von mir auch vielen Dank, also an euch beide, dass ich das mit euch machen kann und mich da so gut aufgehoben fühle, dass das auch, wenn ich gesundheitlich nicht fit bin, geht. Und danke an euch für eure Fragen und sonst würde das ja hier keinen Sinn machen. Und mir tut es wirklich im Moment so, so gut, diese Sendung zu machen, weil es für mich ein Stück Normalität hat und so ein, einfach so eine Zeit ist, wo ich jetzt nicht über mich und meine Probleme nachdenke, sondern über eure. Und das ist ganz schön.
Und ja, vielen Dank für diese tollen, positiven Rückmeldungen. Und das Hans-Drachen hat geschrieben, vielen Dank. Und nächstes Mal traue ich mich vielleicht auch zu fragen. Wenn ihr euch nicht direkt traut zu fragen, was völlig in Ordnung ist, schreibt im Discord zum Beispiel an die Mods oder findet andere Möglichkeiten oder dass jemand anders aus dem... Ihr könnt, glaube ich, auch während der Sendung im Chat an die Mods flüstern, oder? Das geht auch, ja. Könnte man ja, auch. Also das wenn das für euch okay genau, ist. Die schreiben dann uns hintenrum, das ist auch in Ordnung. Genau. Achso, das ist natürlich schwierig, dass wir das dann auch bekommen. Genau. Nee, ja, nee, das geht schon. Hier wird sehr, sehr viel geklatscht und flauschige Festtage gewünscht für frohe Weihnachten von allen. Wünschen wir euch auch. Vielen Dank. Ich drücke die Daumen für ganz harmonische Weihnachten. Und wenn es genau. harmonisch nicht geht, dann versucht es wenigstens irgendwie spaßig zu machen. Genau, und wenn es spaßig nicht geht, versucht es schlagfertig zu machen. Potzblitz. Genau. Potzblitz, du bist homophob. Eider Daus. Ja, wer hätte es gedacht? Ach nee, wusste ich ja schon. Ich liebe das. Ja. Ja. Also, bis bald. Ich muss was sagen. Ach, was? Jetzt fällt es mir, doch, das ist ganz wichtig, weil ich dieses Potzblitz, ich habe gedacht, Moment, ich habe das irgendwo her. Ich hab, Jim Knopf. Das habe ich mir ja nicht selber ausgedacht. Das ist aus dem Buch von Nicole Staudinger. Irgendwas mit Schlagfertigkeit. Aber auf jeden Fall, diese Frau, Nicole Staudinger, ist Schlagfertigkeits-irgendwas-Gedöns. Sehr sympathisch. Ich wollte es auch gerade sagen, Potzblitz. Genau, und von der, aus ihrem Buch, eins von den vielen Büchern, die sie geschrieben hat, habe ich das Potzblitz. Also es ist nicht von mir, sondern von Nicole Staudinger. Das ist wirklich super. Potzblitz. Ja. Das ist so lustig, grandios. Weil es sagt alles aus. Ja. Ja. Und bitte sag nicht immer einmal mehr als du. Nee. Macht's nicht. Nee, nein. Aber selber, finde ich, kann man ja, schon. Nein, 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 sag Potzblitz bitte. Bitte sag Potzblitz. Oder Eider Daus. Selber. Bitte nicht. Nein. Frohe Weihnachten. Genau. Auf Wiedersehen. Macht's gut. Tschüss, tschüss.